Der beliebte australische TV-Moderator Jesse Baird und sein Freund Luke Davis sind tot. Die beiden gelten tagelang als vermisst. Sie sollen einem Mord zum Opfer gefallen sein. In einem abgelegenen Anwesen in Bangonia, 4 Stunden südlich von Sydney, wurden Jesse und Luke gefunden. Die Polizeikommissarin Karen Webb aus New South Wales bestätigte laut Mirror die Identität der Opfer. Die Ermittlungen nahmen eine dramatische Wende, als Beaumont Lamar Condon, ein Polizeibeamter und Bairds Ex-Partner, schließlich die Orte preisgab, an denen die Leichen versteckt waren. Die Polizei enthüllte, dass diese teilweise unter Felsen und Trümmern verborgen waren, neben 2 Surftaschen, die mutmaßlich zum Transport der Opfer benutzt wurden. Bevor Lamar Condon 2019 zur Polizei ging, war er als Promi-Blogger tätig und hatte Berühmtheiten wie Taylor Swift oder Harry Styles getroffen. Seine Verbindung zu Baird, mit dem er früher eine Beziehung führte, rückte ihn schnell in den Fokus der Ermittlungen, nachdem in Bairds Haus Blut und eine Patronenhülse gefunden wurden. Die Ermittler glauben, dass das Paar am 19. Februar in Bairds Haus ermordet wurde, bevor ihre Leichen in einem weißen Van weggeschafft wurden. Ein Projektil, das mit Lamar Condons dienstlicher Waffe übereinstimmte, wurde am Tatort gefunden. Die Entdeckung von blutbefleckter Kleidung, einem Telefon und Kreditkarten in einem Industrieabfallbehälter in Cronulla sowie weiteren Beweismitteln in einem Haus verstärkten den Verdacht gegen Lamar Condon. Der Polizeibeamte, der sich derzeit in Untersuchungshaft befindet und auf seinen Gerichtstermin am 23. April wartet, hat keinen Antrag auf Kaution gestellt. Der Morgenshow-Moderator Jesse Baird und sein Freund Luke Davis, ein Flugbegleiter, hinterlassen ihre Fans in Trauer. Ihre sozialen Medien sind überschwemmt mit Beileidsbekundungen.